Konnichiwa, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Und heute habe ich den Min dabei. Hallo. Man glaubt's kaum, heute habe ich das erste Mal einen Asiaten in meinem Video. Ich als Japan-Fan. Nice. Keine Angst, Leute. Ich will kein Kind von dir. Also los geht's. Wir. Ich dachte, jetzt drehen wir ein Porno. Ja. Okay, das schneiden wir lieber raus. Werbeunfreundlich. Nein, Porno ist egal, aber du darfst nicht in groß schreiben. Achso. Rausgefiltert. Ja, ich dachte, wir drehen jetzt einen Akt. Ihr wisst genau, einen... Egal, fangen wir lieber an. Und hinter der Kamera Nati. Nati. Im Netzwerkcafé. Und wir schauen uns eben... Netzwerkcafé? Nein, Café-Netzwerk, meine Freunde. Hier im Café-Netzwerk. Ja. Und wir schauen uns japanische Werbung an und werden mal darauf reacten. 3, 2, 1, go! Euer... Boah, die hat doch selbstgemachte Brüste. Hä? Ja, das ist das Erste. Und das Zweite, warum bringe ich eine Limo zum Smilen? Oh, hier, Attack on... Junge, ohne Witz, diese Asiatin hat safe gemachte Brüste gehabt, weil Asiaten hat immer kleine. Naja, okay. Werbung halt. Oh, da okay. Kommt aber was rausgesprudelt. It's come. Also die sieht's eng, glaube ich. Ice City. Ah, okay, das ist wahrscheinlich... Hä? Ah, das war wahrscheinlich eine Werbung für Augen. Okay. Augen ich sollte mal da anrufen, weil ich habe auch ziemlich... Oh, Lemonade. Oh, das habe ich mal getrunken. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber es ist ungesüßt. Habe ich nie getrunken. Kirin. Kirin? Ja. What the fuck? Was ist denn das denn? Also ich weiß ja schon, dass die Asiaten komisch sind, aber schau dir mal die Dinge. Oh. Ah, jetzt check ich die Werbung. Okay. Das, die Werbungen haben immer den A-Effekt. Junge, Reis bester. Okay. Der Massenschläger, Klassenschläger. Okay. Fanda hat jetzt Fanshirts. Oh, ich dachte, das wäre Ju. Okay. Jetzt sehe ich's. War doch nicht Ju. So, hä, warum spielt der Ju mit? Okay. Okay. Hatte gerade. Oh ja. Also mal nur für die Leute, ich verstehe das nicht. Also nicht wunder. Mann, ich dachte, jetzt habe ich mal jemanden da, der es mal übersetzen kann, nee, weißt? Nee, das ist nicht meine Sprache. Okay, die redet ja wie ein Mann. Das ist ein Mann, glaube ich. Oh, das ist ja das Monster von Loch Ness? Alter, was ist los? Okay. Ja. Oh. Okay, die sieht echt nicht schlecht aus. Ja, die sieht wirklich nicht schlecht aus. Aber ich glaube safe, dass die operiert ist. Wo, an den Lippen oder was? Die hat sich die Lippen vergrößern lassen. Nein, die Augen, Brüste, alles. Alter, ohne Witz, woher kriegen die diese Augen her, Mann? Babybär. So groß denn? Nee, das ist schon, da ist schon sehr viel Eyeliner dabei. Ah, das sieht aber sehr lecker aus, muss ich sagen. Halloween? Ja. Halloween Special! Oh, das ist geil. Space Invaders. Oh, Alter, krasser Typ. Okay, Tennis. Oh, das ist eigentlich ein Pokéball. Oh, krass. Okay, das ist schon eine sehr aufwendige Werbung für. Was denkst du, um was geht's? Ich glaube, um das Spiel. Ah, ja, genau. Instant-Nudeln. Das sieht man doch. Instant-Nudeln. Ohne Witz, das könnte glatt zu den Bären gemacht haben. Nur für eine scheiß Instant-Nudel-Werbung. Sean, bester Kameramann. Gleich mehr am Start gewesen. Ja. Erst Power Rangers, jetzt Cup-Nudeln. Alter, wie cool. Was ist das für eine Frisur? Okay. Say you. Ja, die Frisur von denen war on fleek. Alter, übelst. Boah, krasse Brüste. Die haben alle safe gemachte Brüste, ohne Witz. Tut mir leid, ich bin nicht pervers, aber das sieht man einfach. Also, ohne Witz, schau mal wie penetrant sie einfach die Brüste zeigen. Ja, im Shake. Eigentlich tragen sie in Japan ja immer kurze Röcke, um das zu kompensieren, ne? Aber in der Werbung? Sansa! Ach, es geht um Eis? Oder nee, Pudding? Ja, Sansa-Eis. Kennst du es nicht? Nein. Ich auch nicht. Oh, hier, oh, guck mal, die Reisbauern. Okay. Oh, krass, was liegt denn da? Alter! Ja, aber genau die werden nicht getroffen, weil... Okay, kennt ihr.
Ah, das ist Mückenspray. 100%. Ayuk. Alter. Okay, ich glaube, das war gegen Mücken oder so. Ja, ja, safe. Oder es war was zu trinken. Oh, schau dir schon mal die Haare von denen, alle on fleek. Aber der Opa sieht gut aus. Ihm, hier, bei ihr auch. Okay, das... What the fuck? Aber mal so nebenbei, wie groß ist denn die Badewanne? Ja, ist doch normal, bei uns sind auch die Badewannen so groß. Aber guck mal, der hockt doch drin, die hocken doch beide. Alter! Was soll denn? Ja! Genau! Und der Vater rubbelt den er. Heidi Rap Konzert demnächst. Ja. Und das war's. Also okay, der Rest hat, also die vorletzte Werbung hat's mir echt nur gegeben. Also, oder eher ihm gegeben oder. Ich wusste schon, dass Asiaten einfach komisch sind, weil. Aber wer badet denn bitte mit seinem Vater in der gleichen Badewanne? Nackt? Ich glaube, es war der Schwiegervater. Schwiegervater. Keine Angst, Leute, ich mache das natürlich nicht. Aber so eine Erfahrung wäre schon mal wert. Okay, cut, das nehmen wir los. Danke, dass du da warst. Kein Problem. Und schau auf deinen Kanal. Der ist geil. Was gibt's überhaupt zu sehen? Lustige Asiaten, assige Asiaten. Ja, ich krieg mich da eigentlich nur auf die Asiaten auf und kann ich verstehen. Sind alle komisch. Ich meine, schaut mich an. Sehen ja eh alle gleich aus. Wäre schön, wenn du mal vorbeischaut. Sayonara!